Und damit moin moin meine lieben Trojaner und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim LS24 Fast and Farming Projekt. Ich lese gerade auf WhatsApp, ich soll mit zum Bastelkeller kommen. Wichtig, was ist denn da jetzt schon wieder los? Ich muss sowieso jetzt mal mit dem Schröder reden, weil ich was gelesen habe. Und zwar, der Hamelin Fels von ihm ist Enderreif. Und ich will mal fragen, ob er eventuell Interesse daran hat, dass wir das übernehmen, das Ernten. Daran könnten wir vom Landhandel dann eventuell ein bisschen Geld verdienen. Was ist denn jetzt schon wieder im Bastelkeller? Hier ist doch nichts, hä? Du Sau! Was Was soll das? Komm her! Komm her! Nein, Bastelkeller! Du Sau! Blöde Sau! Mein Bastelkeller am Arsch, das ist meiner. So. Ich wusste, dass jetzt sowas kommt, Digga. Ich wusste es. Ich hätte mir echt in Soundboard so einen Waffen-Reload, so einen Weapon-Reload-Sound rein. Und kurz, wenn sie mich dann im Channel, weil ich dann zu denen hingehe, kurz mach. Und so. Und dann gehe ich da so rein. Polizei! Hilfe! Polizei! Aber wir fahren jetzt erstmal. Wo wollen wir eigentlich gerade hin? Wo fahre ich eigentlich gerade hin? In die falsche Richtung auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade der Schrödi, Mödi, der ist gerade noch in unterweiten an der Polizeistation. Dann kann ich dir das einmal erzählen und dann können wir gleich nochmal eine Frage machen. Der Scheiß jetzt, Junge. Warum hält der mich jetzt an, hä? So. Allgemeine Verkehrskontrolle. Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Nö, ich war nicht über das Speedlimit. War nicht auf der anderen Straßenseite, im Gegensatz zum Herrn Schröder, den Sie eigentlich hätten anhalten müssen. Nein, der war auf der richtigen Straßenseite, warum? Der ist Ihnen zwar komplett entgegengekommen in meinen Augen und auch gerade bei der Abbiegung ist er komplett auf die andere Seite rübergefahren, aber ja. Auf jeden Fall, ich möchte nur fragen, Sie sind ihm so ein bisschen hinterhergefahren. Also, ja, ich wollte das anhören, weil ich ihm was geben wollte. Weil ich am Hof gefunden habe von ihm. Das wollte ich ihm schon geben. Es ist ja eigentlich jetzt nicht normal, dass man hier mit so einem normalen BMW durch den Wald fährt, ne? Was wolltest du mir geben? Hier, Dings, ich habe das am Hof gefunden, es sind irgendwelche Unterlagen wegen der Erntemaschine noch vom Glas. Achso, ja. Auf jeden Fall. Ich möchte mit ich mache mit Ihnen einen Termin aus dem Rathaus, damit ich hier, dass Sie erscheinen. Es geht, ist wichtig. Tschüss. Jo. Ciao.
Schrödi? Ja? Warte mal nur. Ma? Ja, warte. Wollen wir kurz rechts ran? Was denn? Einmal kurz den Bullen vorbeifahren. Du. Was denn? Ja, hier, zurück, Scheibe ist auf. Also, achso, da ist ein Auto. Folgendes. Was gibt's? Der Hämmerle. Mhm. Der hat ein Feld mit Sorghumhirse. Ja. Und das ist die 176 und die ist aktuell erntereif. Und jetzt ist auch gerade die Erntephase für Sorghumhirse. Wir haben ein Feld mit. Was hältst du davon? 176, wo ist denn die? Achso. Das ist unterm Himmel. Was hältst du davon, wenn wir bei dem anfangen, ob wir vielleicht bei dem ernten sollen, gegen ein bisschen Kohle? Weil bei uns ist aktuell eigentlich nichts zu tun. Na, ich bei uns sagen, ist aktuell nichts zu tun. Ja, aber ich habe jetzt demnächst vor, das Feld 9, 8, 7, 6, das ist jetzt hier die Reihe, die jetzt kommt, zu kaufen und die bald miteinander alle zu verbinden. Dass wir ein riesen Feld haben. Alter. Das wäre zum nächsten mein Plan. For what? Wir sind ein Landhandel. Ja, aber wir brauchen ein großes Feld. Möglichst großen Attraktor. Ja, okay, aber da müsstest du trotzdem alles nochmal niederreißen. Da oben, da hast du jetzt ein Feld erntereif. Das könnten wir gegen eine kleine Geldsumme ernten. Da hat der Hämmerle weniger Aufwand. Und wir kriegen ein bisschen Kohle rein. Weil wir haben aktuell noch, solange bis du die Felder nicht gekauft hast, aktuell nichts zu tun. Der wird das nicht annehmen, ich kenne den. Ich kann ja mal anrufen. Ja, ruf mal an. Morgen, Freizug hier. Landhandel, ja. Bad Stetten. Du, ich habe letztens mal ein bisschen in der Felderübersicht nachgeguckt, ob ich irgendwelche erntereifen Felder habe, ob wir irgendwelche Felder haben beim Landhandel, die erntereif sind. Und da habe ich gesehen, bei dir oben, da ein Feld von dir ist erntereif mit Sorghumhirse. Und ich wollte mal fragen, ob du das, ob du eventuell Kapazitäten hast, es selber zu ernten. Ansonsten würden wir es natürlich auch sehr gerne für dich ernten gegen eine kleine Geldsumme. Weil wir haben aktuell bei uns im Hof nichts zu tun. Und da habe ich eben gesehen, dass bei dir aktuell da Ernte ist und wollten nochmal fragen, ob wir das, wir können das, wollten nochmal anmerken, wollte mal anbieten, dass wir das sehr gerne für dich erledigen können. Gegen eine kleine Geldsumme natürlich, nur noch was Kleines, ist ja nicht allzu großes Feld. Also falls du da Interesse hast, dass wir das gerne übernehmen sollen, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Ja, okay. Ja, ich mache das eigentlich alleine. Okay. Ja gut, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ja. Was? Servus? Servus. Ah, schade. Schade. So, das Zimmer vorbei. Jetzt geht's mal am Arsch vorbei. So. Kann's mich mal. Und ab. Warum steht ein Survivor? Ich frag gar nicht. Hashtag Simon, warum steht da ein Survivor? Schreibt mal alle in die Kommis, Hashtag Simon, warum steht da ein Survivor? Warum steht da ein Survivor? Warum steht da ein Survivor? Ich kann nicht singen, warum mache ich es dann eigentlich? Ich bin dumm. Ich sollte nicht pfeifen, das ist nicht gut für das Mikro. Nicht ein einziger Crash. Ich bin halt der Obermeister. Wer ist jetzt schneller, Schrödi? Oder ich? Ah, na, schade, Schrödi schneller. Wurscht. Ab in Kreisverkehr. Raus aus dem Kreisverkehr. Rein in den Hof. Ups, schön. Packen wir mal die Kamera ein. So. Jetzt stell. Ey, der ist auch schlau. Er stellt da seins vor die Tür, das habe ich dann weg. Und jetzt stellt er meins vor die Tür. Der ist echt. Also, wer hat dem eigentlich in den Kopf? Wer hat die. Was willst du? Was habe ich gemacht?
Du bist im CB-Funk. Ich bin zwar nicht mein Auto, aber wenn du meinst, an der Garage, da haben wir so eine Seitentür, weißt du, in meinem Haus. Erst hast du deine Simson da vorgestellt, die habe ich dann weg. Und dann hast du meine Simson da vorgestellt. Mach hin. Da guck. Ja, hä? Ja, schau. Hier ist eine Tür. Ja, die geht erst ja nicht auf. Natürlich geht die auf. Bei mir ging die nie auf. Ja, erst hast du deine Simme davor gestellt, die habe ich dann weg und jetzt hast du meine davor gestellt. Ach so, ach, das warst du. Ich dachte, die wäre weggeslidet. Warte, ich jetzt. Nee. Warte, ich fahr mal kurz das Auto raus. Na, das. So viel dazu. Ich guck mal weg, ne? Ja. Ich guck mal so ein bisschen in die andere Richtung. In die andere Richtung. Ich stell die mal hier so hinter unsere Autos. Na, weißt du was? Ja, ich stell meine Simson woanders hin. Mal schauen. Ist hier langkommen. Es kann sein, dass ich dran nichts höre, weil wenn ich hier jetzt gerade die Simson vor und die Tore zu sind und es da so ein bisschen halt. Ist ein bisschen schlimm. Ich höre dich fast kaum, was du gerade redest. Entschuldigung. Ich will nicht. Lass mich da mal kurz rausfahren, bitte. Danke. So. Du. Ich habe mit dem Hämmerle geredet, ne? Ja, ich auch. Der wollte das für mich machen, weil ich mag gar nicht so, ehrlich gesagt. Na, danke. Ja, keine Ahnung. Na, jedenfalls, er würde es annehmen. Okay. 7,5 würde er mir geben. 1000? 7,5. 1000. Pass auf. Bei Ernten machen wir Hektar Preis von 1000, ne? 10.000. Ja, aber weil wie viel Hektar hatten der da? 0,92, das heißt, er müsste 9.200 bezahlen. Na. Ich frage mal. Weil siehst du, unser 12.220? Anna, halt! Hey! Hey! Hämmerle! Der ist gerade, glaube ich, nicht da. Du, Marc? So. Ja? Ich habe mich verrechnet. Wir haben einen Preis bei einem Hektar von Dings. Ja, ich mach schon mal einen Frecher ready. 500. Das heißt, der müsste 400. Irgendwas. Warte mal, ja. Machen wir 500 glatt. Ja. Und mach mal all glatt. Du, ich hab schon mal einen Drescher ready, ne? 500, da fallen die mal halt nix, ne? Mhm. Wir müssen eigentlich das mit Hektar 10.000 machen. Ja. Du, ich hab mal einen Drescher schon ready, ne? Ja, was, dann machen wir 9.200. Ja. Und warten wir, bis er wieder da ist. Ich würde als Abfahrräder fahren, wenn du was dagegen hättest, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Ich stell den erstmal auf der Straße an den Straßenrand. Jo. Alter, ich krieg schon wieder die scheiß Tür nicht auf. Ah! Ey, Marc. Ja, danke schön. Hämmerle! Ja. Wir würden einmal pro Hektar 9000. Du würdest jetzt für deine 0,9 Hektar 9200 bezahlen, weil pro Hektar halt irgendwie 10.000. Ja, weil sonst verdienen wir kaum Geld dann daran.
Weil wir müssen halt auch die Spritkosten von der Erntemaschine und so weiter bezahlen. Nein. Sorry, war richtig. Ja, also, okay. Ja, also, wie gesagt, 9200, weil wir müssen auch Spritkosten von der Erntemaschine, Reparaturkosten, sollte was kaputt gehen, dann die Maschinenreinigung, das müssen wir ja dann alles auch bezahlen, deswegen bin gleich schon, ne? Bitten wir sie auch Verständnis deswegen zu haben, dass wir da halt ein bisschen mehr verlangen müssen. Aber wenn sie damit einverstanden? Ja, Hämmerle? Hat der halt... Ne, der hat noch keinen Gegner. Laber nicht! Hämmerle, wären Sie damit einverstanden mit den 9200? Ich brauch doch keine Einverstanden zu sagen. Also dürfen wir anfangen zu ernten bei Ihnen? Marc darf jo. Anfangen, ja? Ja, er ist nur Abfahrer, keine Sorge. Und Marc? Na, ich bin er hier da. Sebastian ist. Guck mal auf dein Konto. Ja. Was siehst du? 965.000. Wie wärst du vorher? Hä? Wie wärst du vorher? Keine Ahnung, weiß ich grad nicht. 865.000. So. Lul. Danke fürs Geld. Ja, bitteschön. Was ist, warum bist du jetzt gegangen? Was ist falsch bei diesem Typen von Hämmerle, Junge? Der gibt dir eben mal 100.000, sag mal. Ja, das... Ich denke... Egal, haben wir mehr rumbekommen. Das ist doch gut, klar, für uns. Aber... Und da kann ich mir bald die Felder... Kann man uns bald die Felder kaufen. Und ich krieg meine 100.000 zusammen. Na gut, es kommt drauf an. Ich bezahle 800 4.000 für alle Felder da. Also, ach, bitte was... Ja, die sind alle ein bisschen teuer, verstehe ich auch. Ein bisschen! Ja, klar! Hä? Wieso? Es sind für alle Felder insgesamt. Ach so! Ja, ja, nicht für eins. Für alle Felder insgesamt. Ja, okay, aber es ist trotzdem ein bisschen viel. Ja, aber komm. Dafür ist es dann ein wo riesen... Wo bist du? Dann mach mal einen Konvoi zum Himmel hoch. Ich bin schon unten. Aber bist du schon oben beim Himmel, ne? Unten! Du gehörst es unten! Fahr doch bergab! Ist es oben? Ja, wenn du auf Google Maps schaust, ist es oben, mein Gott. Echt? Ja. Hämmerle, sein Hof ist ganz oben, wenn du auf Google Maps schaust. Hä? Ganz oben? Der Lohnunternehmer ist höher. Oh, ey. Du weißt, was ich meine. Ja. Du, ich hab's Schnittwerk schon angekuppelt, ne? Ja, ich bin schon mit. So, dann fangen wir runter zum Himmel und machen da mal die Ernte. Ah, der hat. Warte, der muss mit. Ach nee, ist das toll, stups, ne? Ah, lol, das ist. Ah, gut, nee, ich dachte jetzt schon da trächtlich, dabei sind diese Stoppel einfach noch sehr hoch. Warte, vielleicht mal, bis ich da bin. Ja, aber ich kann auch trotzdem schon anfangen zu trächen. Fahren Arm aus! Frag bitte das nächste Mal, was du nimmst, okay? Bitte. Ja. Weil sowas kann ich echt nicht leiden, wenn man einfach irgendwas nimmt ohne eine Frage. Was machst du? Fahr mit euch hinterher. Hä, warum? Ich fahr ab. Ja, aber kannst du auch warten, bis mein Tank überhaupt voll ist? Der Hämmerle ist auch gefährlich unterwegs. Ey, setz mal im Container am besten ab. Hä? Was hat denn der jetzt? Warum soll ich jetzt einen Container setzen? Ja, hättest du auch gleich nochmal nehmen können. Setz einfach ab, da kann man erstmal stehen lassen.
Ist ja auch nicht schlimmer. Verstehst du? Ja, dann fahr ich wieder zurück, ne? Wieso? Ja, wenn ich hier eh nur den ganzen Tag am Feld dran stehe, dann kann ich hier einfach einen Anhänger abstellen und gleich wieder heimfahren. Ja. Ja, also ich hab's bei uns so gelernt, dass der Abfahrer eben anfährt. Ja, wenn der Tank voll ist. Nein, bei uns fährt permanent der Abfahrer nebenan. So war es bei uns damals, bei meinem Hof. Okay. Du kennst es jetzt nicht zum Beispiel. Bei uns war es immer so. Naja, dann fahre ich wieder, ne? Hast du hier einen Anhänger da? Ja. Aber, ach nee, weißt du, weil ich glaube, das machen die nur nach dem Vorgewende. Weil während des Vorgewendes ist es doof, wenn das Rollen immer raushängt. Das stimmt eigentlich. Deswegen, ja, dann, wahrscheinlich. Wo hat es nur so Vorgewende angefangen? Da hier vorne. Dann würde ich sagen, wo fangen wir mit dem Reinstechen dann an? Ja, hier muss man nicht reinstechen. Das machen die nur bei meist großen Feldern. Also müssen nur Vorgewende machen. Ich fahre jetzt zum Beispiel Vorgewende und dann zweimal hin und her. Das fällt ja schon wieder fertig. Ja, das meine ich ja mit reinstechen. Ja. Das mache ich also damit. Ich meine halt ins Feld reinstechen, da so hin und her. Das ja, man nicht mehr reinstechen. Ja, ich dachte jetzt quer immer durch. Nee, das ist durchstechen. Ja, was macht da Herr Malle? Der Grubber, glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Der steht im Feld dran. Vor allem, der hat so einen Hass auf dich aktuell. Das frage ich mich auch, wieso? Keine Ahnung. Und was hat er da überhaupt gelabert von wegen sein Dings da? Sein Bastelkeller. Ja, bevor du kamst, hat der Bastelkeller ihm gehört. Hm. Also ja. Zu mir kam mein Kumpel und meinte, ihm gehört das Haus und er braucht seinen Keller nicht mehr, ich kann den gerne haben. Ja, wir treffen uns andere Seite vom Feld, ne? Nee, ja, jetzt hier rechts rein. Fang hier rechts an. Weil dann kann ich nämlich links herfahren. Warte, Vorsicht, nicht. Boah. Ja, Mach das Rohr raus. Ich fahr drunter. Wie schnell fährst du? Das ist 10 km mindestens immer. Du, fahr mal ein bisschen weiter rüber. Jo. Am besten ein bisschen vorne. Ja, ich habe nur versucht. Ich versuche gerade herauszufinden, wie viel km du wärst. 10. Immer so, also zwischen 10 und 9 immer. Warte, Vorsicht. Da komme ich jetzt nicht mehr durch, da musst du jetzt einmal ohne Abfahrer durch. Achso, nee. Du machst nochmal Vorgewende, okay. Ja, ich fahr jetzt hier so. Und halt. So mach ich's halt immer gern. Ja, aber bei größeren Feldern muss nicht immer der Abfahrer gleich mit, verstehst du? Unserer Betrieb hat es damals immer so gemacht. Sobald der Tank immer fast voll ist erst. Bei uns ist immer parallel, egal ob der Tank voll ist oder nicht, bei uns ist immer parallel ein Abfahrer daneben gefahren. Auch wie, ist eigentlich genau wie beim Häckseln. Nur halt auch, ob das bis bei uns ja, auch aber bei der Ernte war. Da könnte man den Tank vom Dresch auch gleich komplett weglassen, verstehst du? Mhm. Wozu gibt's den dann? Ja. Bei uns, beim alten Betrieb. Was zumindest so, du weißt es ja, ich komme ja auch aus Österreich. Rest mache ich erstmal ohne Abfahrer, ne? Den Rest lade ich dann bei dir ab. Weil ich hatte ja einen Betrieb in Österreich. Und haben wir es eben so gemacht. Warum hast du eigentlich nicht bis hierhin mit verfrachtet? Was? Den Betrieb. Der hat ja nicht nur mir gehört, ich habe den ja zusammen mit meinem Bruder geleitet. Und mein Bruder wollte den Hof dann halt irgendwann, ich wollte halt dann wegziehen.
mal was Neues erleben, nicht immer nur in der Heimat rumgammeln, wo man schon alles und jeden kennt. Ich wollte mal wieder zurück in die Heimat, weil ich bin ja hier in Bayern geboren, aber bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich dachte Österreich meine ich doch. Ja, meine ich doch. Und jedenfalls, ich komme mal ein bisschen in deine Richtung. Ich wollte halt nochmal zurück in die Heimat, dort mal ein bisschen rumreisen. Und das habe ich auch eine lange Zeit gemacht, so ein halbes Jahr. Du kannst, und dann bin ich kannst dir anhängen, ach so. Und jedenfalls bin ich dann halt für so ein halbes Jahr erstmal gereist. Und dann habe ich eben meinen Bruder angerufen und meinte, dann habe ich eben hier bald Städten gefunden. Und jedenfalls habe ich dann meinen Bruder angerufen und habe gesagt, ey, ich will hier nach Waldstätten ziehen. Halt! Nicht mehr! Fahr zurück! Ja, jedenfalls habe ich dann gesagt, du, halt. Bruderherz, ich will nach Waldstätten ziehen. Ach nee, mein Tag ist leer. Dann meinte er so, cool, ich nicht. Und daraufhin er wollte halt unbedingt den Hof behalten, aber wollte halt auch nicht umziehen nach Waldstätten. Somit habe ich dann gesagt, weißt du was? Behalt deinen Hof, ich ziehe nach Waldstätten und baue was Neues auf. Und dann kam ich eben auf die Idee, Maschinenhandel mir so zu erträumen. Und das ist halt so mein aktuelles Ziel. Ja. Das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf, wie viel wir haben. Wo haben wir mein Notizbuch? Ist das hier drin? Ich denke mal. Das ist in meinem Schub. Hier, so. Ja, da haben wir es doch. So. Du, der Eberl hat sich gerade über dich beschwert. Warum? Dass du mit der Tat einfach aus seinem Feld gedreht hast. Ja gut, dann kann er das nächste Mal schauen, wer sein Scheiß abfährt. Nee, es geht... Guck mal, du hättest ja trotzdem auch auf seinen Hof und da halt irgendwo einfach wenden können auf einem Seitenstreifen, verstehst du? Darum geht's ihm ja. Also, wo habe ich denn jetzt überhaupt auf irgendeinem Feld gedreht? Na, du bist anscheinend laut ihm auf dein Feld da drauf gefahren, um das... Ich bin auf überhaupt kein Feld drauf gefahren, was labert denn der für ein Scheiß? Keine Ahnung. Ich war kurz davor, ja, weil du dann zurückgefahren bist, aber ich konnte noch kurz vorm Feld bremsen. Ich habe sein Feld nicht mal berührt. Außerdem ist nächstes Mal bei so kleinen Feldern... Kannst du schon vorfahren? Schreibe mir gerade noch kurz auf, wie viele Liter das sind, weil ich schmeiß das aber bei uns ins Silo, bis es wieder haben will. Der will das wahrscheinlich gleich haben wollen. Ich schmeiß es erstmal bei uns ins Silo und dann kann er sich ja melden, wenn er es haben will. Deswegen schreibe mir das jetzt mal auf. Land... Nur, guck mal, er hat sich auch gefragt, warum du mit zwei Anhängern kommst bei so einem kleinen Feld, ne? Ja, ich konnte mir nicht ausmalen, wie klein das Feld ist. Bei uns in Österreich, das Google Maps war so scheiße, bei uns das Feld war gefühlt zweimal so groß in echt, als wie es auf Google Maps war. Deswegen konnte ich jetzt nicht einschätzen, wie das hier ist. Und hab vor der Zeit aber mal... Guck mal, tu mir den Gefallen, das nächste Mal einfach mit mir abklären, was du holst. Und was du mitnimmst? Bitte, guck mal, weil ich kann sowas echt nicht leiden, wenn man auf eigene Faust irgendwas nimmt. Ich habe einen Abfallgespann genommen. Ja, aber ein Container reicht bei solchen Feldern. Ja, wie gesagt, ich wusste halt nicht, wie groß das Feld ist. Na gut, ich rufe nochmal. Mal. Oh, nicht zurück, nicht zurück, nicht zurück! Oh,
Boah, Digga, was war denn jetzt los? Rückwärtsgang! Alter, das war ein Millimeter! Ich hab jetzt aufgeschrieben, ich zitiere. Ja, er hat gesagt, er braucht es erstmal nicht, das kann jetzt mal bei uns. Ja, ich hab's geschrieben, Ernte Hämmerle am 1.9.22. Sorghumhirse 12.229 Liter. Gib mal Stoff. Preis 9.200 Euro. Gib Stoff. Kannst du erstmal meine Schläuche nicht richtig? Oh, halt mal an, meine Schläuche sind nicht dran. Wobei, ich fahre. Nee, ja. Meine eben. Schläuche sind nicht dran. Tschüss. Muss ich da vorne auch nochmal irgendwas anschließen? Wegen dem. Nein. Alter. Beim Container nicht. Oh, Hilfe. Leck mich doch am Zickwilli. Hm? Ich bin festgesteckt. Ha! Ich bin zwischen den Containern festgesteckt, Alter. Aber ist es normal, dass das Ding so scheiße langsam fährt? Es kann manchmal sein, ja. Ich fahre ja gerade 30 in der 70er. Ja, mal schauen. Guck ich mal an. Ich suche mal für den Schneidwerkswagen den normalen, suche ich mir mal einen anderen Parkplatz raus für den. Weil ehrlich gesagt, es ist immer ein bisschen doof, das lange Ding da rein zu manövrieren. Aber wie fütze ich meinen Hof und Bau? Button. Genau in dem Moment, wie du sagst, Hof und Bauversuch, wollte ich gerade ins alte Silo hinfahren. Aber nee, wie findest du meinen Hof und Bau? Ja, ich finde zwar die Einfahrt ein bisschen überdimensioniert, aber sonst. Ja, aber komm, falls mal mehrere rein raus wollen, ne? Deswegen machst du gleich zwei gigantische Einfahrten, die so groß ist wie beide zusammen beim anderen Hof. Ja. Mhm. Ja, ich werde mich da bald nochmal dran setzen. Mhm. Ich sehe schon, am Ende macht er noch eine Einfahrt. So, jetzt rum. Soll ich den Container wieder abladen oder soll ich den Container einfach gleich oben auf dem Dings lassen, auf dem Auflieger? Weil wir haben hier aktuell eh keine anderen Container. Ja, lass es mal drauf. Ja. Weil ich habe gesehen, ein paar von den Feldern, die du ja kaufen willst da, sind eh erntereif. In der letzten Wachstumsstufe. Und sind ja, halt da dann eben wir auch dann bald erntereif. Dann können wir das gleich drauf lassen, weil du, dann. Weißt du, was wir da machen können? Da können wir dann machen, dass wir die Container am Feldrand abstellen, dass ich dann nochmal mit dem Drescher dahin fahre. Du, aber ganz ehrlich, ich glaube, ein Drescher würde da nicht reichen bei der Größe. Das sind zwei riesige Felder. Es werden ja. Welches? Zwei Felder sind aktuell in der letzten Erntereifstufe, soweit ich weiß. Also ich bei kaufen das? Wachstum, ja. Bei der 6, 7, 8, 9 da unten. Achso. Du, ich ruf mal. Hallo. Du, ich fahr mal. Boah, ich lass meinen Drescher irgendwo stehen, falls wir nochmal brauchen. Ich ruf mal gleich einen Hämmerle an, dass er mir die Felder da frei macht. Ich kaufen kann. Weißt du mal was? Wir sind eigentlich unglaublich dumm. Warum? Wir haben jetzt 12.000 irgendwas Liter Sorghumhirse geholt, ne? Ja. Wir hätten eigentlich irgendwas mit. Wegen Erntevertrag, ne? Ja. Wir müssen ja irgendwie. Also hätte er uns wirklich nur die 9.000 bezahlt, hätten wir ihm jetzt irgendwie 3.000 zurückzahlen müssen. Warum? Also hätten wir dann 3.000 miese gemacht. Weil wir ja den Ertrag, den wir dadurch bekommen. Durch das Zeug, was wir noch verkaufen, hätte ja an ihn gehen müssen, was sein Feld ist. Ja, aber das bleibt ja an ihn. Das, nur wir lagern das für ihn. Aber er würde dadurch halt keinen Cent miese machen. Nur wir. Also wir würden auch keine miese machen, aber
Er würde halt dadurch irgendwas mit 4000 plus machen. Ja, okay, es macht auch irgendwie Sinn, sonst würde er uns ja nicht beauftragen, wenn er kein Plus macht. So. Ja, bisschen vor noch. Nun, ich rufe meinen Hammer an wegen den Fällen, ne? Bis dann. Halt mal. Ja. Ich kann. Ah, nee, vergiss es. Ich muss das nicht über. Abladen, ja, es geht schon. Geht schon, geht schon. Das musste er auch über die Dinger machen. Überheben. Jo, hab ich gesehen. Gut, ich schuf da meinen Hammer an. Jo, abgeladen ist. So. Oh nein, da ist eine Hecke. I'm feeling lonely. I'm crying in my room. Alter, ich hasse dieses Lied. Na gut, Leute, aber ich würde jetzt in diesem Moment erst einmal sagen, das soll es jetzt erstmal von der heutigen Folge gewesen sein. Wir haben einen erfolgreichen Erdauftrag beim Herrn Müller gehabt. Ihr habt einen kleinen Einblick in die Story vom Freizug bekommen. Und wir haben herausgefunden, dass Herr Müller uns hasst. Und ich würde nochmal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Und bis dann. Tschüss.